Einige Menschen leiden unter Verdauungsprobleme und solche Probleme hatte ich auch anfangs, als ich zur Rohkost bzw. zur schleimfreien Heilkost umgestellt habe. Und falls auch du unter Verdauungsprobleme leidest, dann werde ich dir in diesem Video einige Tipps mit an die Hand geben, damit du diese Verdauungsprobleme langfristig überwinden kannst. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf bei euch im Garten. Seit Jahren praktiziere ich sowohl die Monokost als auch die Trennkost. Das schaut bei mir folgendermaßen aus, dass ich zum Beispiel meine Obstmahlzeit, also meine erste Mahlzeit, das ist eine Monomahlzeit, das heißt, dass ich da nur Früchte esse. Und bei meinem späteren Essen, also bei meiner zweiten Mahlzeit, da wo ich dann zum Beispiel Gurken, Avocado und Salat, also mehr ja, wasserhaltige und gemüselastige Sachen esse, das ist dann da, anstelle dass ich diese Lebensmittel miteinander vermische, also zum Beispiel mir einen schönen Salat machen mit Dressing oder sowas, übe ich da auch, dass ich die Sachen getrennt zu mir nehme. Also bei der Trennkost hat es einfach den Zusammenhang, ich möchte einfach nicht durch Gewürze oder durch ein anderes Lebensmittel irgendwie Sachen überdecken, dass ich da etwas nicht rausschmecke. Mein Hauptanliegen ist einfach, wenn ich eine Frucht esse, dass ich auch diese Frucht genieße mit ihren vollen Eigenschaften, mit ihren vollen Aromen, oder dass mir dann irgendwas anderes dann nochmal irgendwas vorgaukelt, dass das die Frucht soll oder dass mein Gericht dadurch nochmal besser wird. Deswegen esse ich halt immer gern eine Gurke so, ich esse Tomaten gerne so. Einfach um diesen Geschmack da auch mit zu erleben. Und die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel noch Kochkost haben oder diese Industriekost, die würzen sich ja auch sehr viel zurecht. Also zum Beispiel das Fleisch, wenn das jetzt nicht gesalzen oder mit Pfeffer gewürzt wird oder mit anderen Marinaden, würden es wahrscheinlich die wenigsten schmecken. Da gibt es ja noch weitere Gewürze, Knoblauch und alles Mögliche, einfach um, dass die Sachen einen gewissen Geschmack haben, weil in der Regel ist es auch so, wenn man sehr viele Sachen kocht, zum Beispiel Gemüse, dann ist ja meistens in dem Wasser dann noch der ganze Geschmack drin und wenn man den dann wegschüttet, dann schmeckt es in der Regel rein nach gar nichts. Und dann nehmen halt die Leute in der Regel irgendwas zusätzlich dazu, irgendein Gewürz, Kräuter oder sowas, damit sie halt noch ein bisschen an Geschmack da mit rauslocken können. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich sehr gerne Trennkost mache, weil ich dann auch für mich finde, dass auch ein bisschen leichter zu verdauen ist. Vor allem bei der Monomahlzeit ist es auch wesentlich einfacher zu verdauen, hat einfach den Grund, dass ihr euch den Körper wie eine Maschine oder wie einen Computer vorstellen könnt. Und immer wenn ihr aber jetzt zum Beispiel was im Mund habt, zum Beispiel macht ihr eine Monomahlzeit aus Kakis, was jetzt momentan die Saison ist, die Mangos, Cherrymos oder andere Früchte, dass dann euer Körper dann diese entsprechende Frucht erkennt, sozusagen ja, wahrnimmt, analysiert und schaut, aus was diese Frucht zusammengestellt ist, wie viel Wassergehalt sie hat, wie viele Süße und sonstige Informationen und stellt dann dafür die entsprechenden Enzyme zur Verfügung, damit der Körper und die Verdauungssäfte darauf aufgestellt sind, damit diese bestmöglich aufgespaltet werden. Also die Frucht zum Beispiel, damit ihr eine bestmögliche Verdauung dabei habt. Wichtig dabei ist auch, dass ihr sorgfältig und angemessen lange kaut, bis halt es flüssig wird und ihr das sozusagen fast ja, wie Wasser einfach runterschlucken könnt. Also nicht schlingen, sondern ordentlich kauen, weil vor allem im Mund, wenn ihr ordentlich kaut, das ist da die Vorverdauung. Da werden auch bei manchen Gerichten, wie zum Beispiel Brot, beginnt da die Vorverdauung. Da werden schon im Mund Enzyme
bereitgestellt, beziehungsweise sind schon vorhanden, die schon das Brot im Mund zersetzen werden, damit der Körper dann unten das nicht nochmal nachholen muss, also beziehungsweise im Magen das nochmal nachholen muss. Deswegen auch hier den Kauprozess richtig schön einleiten, bis halt alles schön flüssig ist, damit ihr es auch schön gut runterschlucken könnt. Besonders wenn ihr ein Fan von Smoothies seid, weil die ja auch immer mehr bei den Leuten Anklang finden, achtet auch bitte darauf, dass ihr den Smoothie richtig gut einspeichert und den nicht einfach runterschluckt. Ihr müsst es euch einfach vorstellen, dass es eine Art Mahlzeit für euch ist, die ihr eigentlich so kauen würdet, und das tut ihr zum Beispiel künstlich umgehen mit dem Smoothie, indem ihr das halt auch trinken könnt. Und da auch wieder ein paar Punkte: tut euch nicht den Smoothie zu überfüllen. Versucht einfach einen Richtwert zu finden, dass ihr so viel, wie ihr zum Beispiel auf dem Teller essen würdet, auch so viel in den Smoothie reintut, weil es gibt da manche, die trinken dann 1 bis 2 Liter einen Smoothie, was halt dann ziemlich viel ist, und es kann auch dann richtig lange dauern, wenn ihr den einspeichert und ihr die Zeit habt, gerne. Aber die meisten sind dann vielleicht arbeitstätig oder haben noch andere Sachen zu tun, dass sie sich jetzt nicht eine Stunde hinsetzen können und dann einen Smoothie da irgendwie achtsam und langsam einspeichern können und essen können, dass der dann da optimal verdaut wird. Außerdem ist es auch so, dass ihr da beim Smoothie, da kenne ich auch welche, die sich dann den voller Brennnessel zuklatschen und andere Löwenzahn und andere Wildkräuter, Bitterstoffe, was natürlich auch gerechtfertigt ist, aber die tun den dann überdecken, zum Beispiel mit sehr viel Süße, mit Datteln, Bananen oder anderen Früchten, die da dann zusammenmixen, um halt dann diese Bitterstoffe zu nicht rauszuschmecken. Und da ist dann so, warum sind denn jetzt Bitterstoffe für den Körper jetzt gesund, wie die meisten meinen? Oder welche Aufgaben haben denn eigentlich Bitterstoffe? Ist halt so, dass eigentlich die Bitterstoffe ein Fraßschutz von der Pflanze ist. Das heißt, sie möchte nicht gefressen werden. Ist ja mehr oder weniger so eine Art Abwehrmechanismus oder auch ein Gift, kannst du sozusagen nennen, was halt dein Körper dazu veranlasst, dass er dann nicht mehr weiter essen möchte. Und das ist eigentlich das Gesunde. Nicht die Bitterstoffe an sich legen die Leber an, ein bisschen natürlich schon, weil es halt ein Giftstoff ist. Das heißt, die Leber kurbelt sich dann natürlich auch etwas mit an. Aber das eigentliche Gesunde ist eigentlich dabei, dass diese Bitterstoffe, wenn du jetzt zum Beispiel Mono-Löwenzahn, kannst du gar nicht so viel essen, oder Brennnessel, die meisten können das halt nur im Smoothie, weil sie halt dann nochmal andere Sachen damit reintun, dass du halt einfach mit den Sachen, wenn du dann einiges isst, dass du dann irgendwann keine Lust mehr hast, weil dein Körper dann diese Sperre dann einleitet, dass der dann zu viele Bitterstoffe hat, der deshalb nicht mehr benötigt und du auch keinen Hunger mehr hast. Einfach weil der Körper dann dadurch signalisiert bekommt, du isst zu viele Bitterstoffe, ich möchte jetzt nicht mehr, dass du isst. Und Fasten, beziehungsweise wenn du nicht isst, wie es halt auch in der Tierwelt ist, dann beginnt auch die Heilung und die Reinigung des Körpers. Und das heißt, der Körper möchte diese Bitterstoffe wegbekommen, beziehungsweise ausschalten, und deswegen sagt er Schluss, Stopp, du sollst aufhören zu essen, ich möchte das jetzt erstmal reinigen, rausbekommen, was du da gerade zugeführt hast, und das ist eigentlich das Gesunde, also das Gesunde. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich 2 neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bei den Bitterstoffen, dass du dann aufhörst zu essen. Und dieses wenig Essen oder nicht dieses Überessen ist eigentlich das Ausschlaggebende, warum halt die Menschen in anderen Ländern ziemlich gesund werden. Zum Beispiel in Okinawa in Japan. Da ist es halt so, dass die Leute da trotz des hohen Alters sehr gesund sind, da auch sehr viele Leute leben, die über 100 Jahre alt sind. Das kann man zum Beispiel auch ziemlich leicht in der Suchmaschine eingeben und findet man die Ergebnisse auch. Und die sind halt da über 100 Jahre alt, sind noch geistig aktiv. Natürlich sind sie auch mit draußen, die machen Bewegung, also sportlich aktiv, sind in der frischen Luft, machen Gartenarbeit, sind auch im Köpfchen, bilden sich halt auch neu weiter. Also das heißt, es sind natürlich diese Kombination von einem, also sie sind nicht so senil und faul und hocken auf der Couch. Die bewegen sich, aber die haben auch noch diesen Ernährungsaspekt da mit dabei. Das heißt, dass sie zum Beispiel nur bis zu 80% essen, also bis der Magen halt gefüllt ist, bis zu 80%, und dann hören sie halt einfach auf, weil sie halt dieses Überessen vermeiden wollen. Was halt beim Überessen auch helfen kann für diese optimale Verdauung, ist halt dieses gute Kauen. Weil irgendwann merkt halt euer durch die Kaubewegung signalisiert auch euer Körper, wenn ihr einen Hunger habt oder keinen Hunger mehr habt. Und dieser Appetit geht dann auch verloren, wenn ihr halt regelmäßig kaut und bewusst kaut. Das könnt ihr zum Beispiel auch bei euch selbst dann mal beobachten, wenn ihr mal bewusst kaut,
wie viel ihr dann isst, oder wenn ihr zum Beispiel mal irgendwie abgelenkt seid in einem Gespräch, Fernseher schaut und dann einfach die Sachen runterschlägt, wie viel ihr eigentlich mehr isst. Und das ist halt da bei den Japanern in Okinawa, die achten halt erstens auch, was sie essen. Ist halt meistens von der eigenen Auge sehr gemüselastig, mal ab und zu mal ein Fisch. Und sonst halt, ja, schauen sie halt, dass sie nicht sich überessen, beziehungsweise Übergewicht ist da auch bei denen nicht so gerne gesehen. Nein, doch. Oh. Achtet dabei auch, dass eure Mahlzeit aus nicht so vielen Teilen besteht. Also das heißt, dass ihr, ich mache es halt maximal vier verschiedene Obst- oder Gemüsearten. Bei Obst ist sowieso mal ja Monomahlzeit, aber dann zum Beispiel esse ich halt Gurke, Avocado, so diese Kombination, oder Gurke, Salat oder Paprikasalat oder sowas. Also dass ihr nicht zu viel da miteinander zusammenmischt, also vier, sagen wir mal, Nahrungsmittel da zusammen nimmt, die halt dann auch optimal kombiniert sind. Dann gibt es auch eine schöne eine Nahrungsmittel- oder Lebensmittelkombination oder eine Esskombination, wo man halt verschiedene Sachen miteinander kombinieren kann, damit die Verdauung auch besser ist. Das werde ich euch natürlich auch einblenden. Könnt ihr da auch selber eure Erfahrungen machen und das auch ein bisschen überprüfen. Ist allgemein wichtig, dass ihr auch diese Aussagen, die ich auch getätigt habe, auch mal überprüft, selbst ausprobiert. Und es ist halt genau das gleiche bei der Lebensmittelkombination. Wie schlägt es bei euch an? Wie empfindet der Körper, wenn ihr mal die Kombination oder die Kombination macht? Experimentiert aber auch ein bisschen rum. Trotzdem könnt ihr es so als kleine Anleitung sehen, als Inspiration. Und wie gesagt, ich muss halt maximal vier Lebensmittel miteinander kombinieren, mehr nicht, damit der Körper dann nicht zu überfordert ist. Weil wenn man sich zum Beispiel die meisten Menschen anschaut, wie zum Beispiel bei mir, bei meinen Eltern, die halt konventionell essen, dass sie sich da alles Mögliche miteinander zusammenmischen. Der Salat besteht dann auch schon fünf, sechs Teilen. Dann das Hauptgericht meistens aus Fleisch, Käse, Kartoffeln, aus irgendeiner Soße. Also da wird alles so kunterbunt zusammengemischt. Und das ist für die Verdauung auch sehr schwer, weil je mehr ihr zusammen miteinander kombiniert und mischt, desto länger dauert auch die Verdauung, weil der Körper einfach mehr Zeit braucht, um die einzelnen Bestandteile herauszufinden und zu identifizieren. Und meistens ist das auch so, wenn es eher zum Beispiel eine Frucht hat, die optimal verdaut werden kann, zum Beispiel bei einer Monomahlzeit, dann kommt irgendwas Unpassendes damit dazu, was halt dann nicht passt. Und er kann dann nicht die entsprechenden Enzyme da herstellen für die Verdauung des einen Lebensmittels, dann versucht er das Bestmögliche daraus zu machen. Also es kann halt sein, dass dann, wenn er zu viel miteinander kombiniert, es nicht mehr optimal verdaut wird und dann natürlich auch ein Rest eventuell zurückbleibt, der dann euren Körper halt belastet und dann ausgeschieden gehört. Den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, weil wir auch zum Teil ein Wassersack sind, ist einfach das Wasser während der Mahlzeit. Also grundsätzlich solltet ihr nicht Wasser während der Mahlzeit zu euch nehmen. Das macht zum Beispiel in der Natur, habe ich noch kein Tier beobachtet, was das eigentlich macht, also in der freien Wildbahn. Das heißt, dass ihr einfach zum Beispiel, wenn ihr isst, kein Wasser trinkt, oder wenn ihr Wasser trinken wollt, eine halbe Stunde vor der Mahlzeit Wasser zu euch nehmen oder 1,5 Stunden nach der Mahlzeit, oder je nachdem, wie was ihr halt auch isst. Wenn ihr zum Beispiel viel miteinander mischt oder zum Beispiel auch Fleisch oder sowas da miteinander kombinieren, kann es sein, dass die Verdauung viel länger dauert, 2, 3, 4, 5 oder auch 24 Stunden, kann dann die Verdauung dann in Anspruch nehmen, beziehungsweise dass die Essensreste im Darm noch verweilen. Aber es geht einfach nur darum, so als Grundlinie würde ich sagen, 1,5 bis 2 Stunden, dass ihr da nichts erst danach trinkt. Einfach aus dem Grund, dass ihr die Magensäure nicht mit dem Wasser verdünnt, weil das schwächt auch nochmal zusätzlich eure Verdauung, zieht nochmal die Verdauung in die Länge und zieht auch eurem Körper dann nochmal zusätzlich mehr Kraft und Energie. So viel dazu. Das waren jetzt einige Tipps von mir für euch, wie ihr eure Verdauung ein bisschen optimieren könnt. Natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die schleimfreie Heilkost oder auf die vegane Rohkost oder auf vegetarisch oder vegan umstellt, gibt es natürlich immer am Anfang Probleme mit der Verdauung, wenn ihr zum Beispiel jetzt mehr Gemüse isst, wenn ihr Sauerkraut isst oder ähnliches, weil natürlich der Körper erstmal umstellen muss. Der ist vielleicht sowas noch nicht, gar nicht gewohnt, der ist die Ballaststoffe vielleicht nicht gewohnt, hat vielleicht auch nicht die ganzen entsprechenden Bakterien, wie ihr zum Beispiel von Sauerkraut den Fermenten bekommen würdet. Das muss sich ja auch erstmal alles aufbauen und ansehen. Kann dann sein, dass ihr deswegen einen Blähbauch bekommt oder sonstige Probleme mit der Verdauung halt habt. Einfach da auch langsam umsteigen und Schritt für Schritt Ballaststoffe und alles oder Salat und alles langsam steigern, damit ihr da nicht so viele Probleme habt. So, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch
kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch einen Kommentar unter dem Video, einfach auch eure Erfahrungen zum Beispiel mitzubekommen, wie ihr zum Beispiel eure Verdauung optimiert habt, ob ihr vielleicht auch Verdauungsprobleme mal gehabt habt und so weiter und so fort. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Video Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Teilen ist natürlich auch auf Social Media Plattformen erwünscht, einfach dass mehr Leute auch auf dieses Projekt aufmerksam werden. Und sonst findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung, zum Beispiel PayPal, Patreon, habe auch eine Bankverbindung, Saatgutliste, Spreadshirt oder auch meine eigenen Produkte vom Permakulturprojekt, also Fermente oder Eingekochtes, verkaufe ich auch gerne, wenn ihr dabei Interesse habt. Und sonst würde ich dann sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, wie auch es auch sehr schön in Anhalt Erit beschrieben steht, wenig essen, dann bleibt ihr auch länger am Leben. Heißt einfach gemäßigt und gezügelt essen, wie es halt sehr viele Menschen uns vorleben in ländlichen Regionen, wie zum Beispiel in Okinawa. Dann habt ihr auch die bestmöglichen Chancen, alt und fit zu bleiben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.